Jetzt muss man aufpassen, wie geht die Welt weiter? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns genau klar werden, wie soll das aussehen? Und da ist das Thema, was viele von Ihnen ja auch beschäftigt, ein Beispiel dafür, wie wir handeln müssen, nach meiner Überzeugung, und dass wir oft auch schnell handeln müssen. Und da kann ich, Thomas Schrobel weiß es noch besser als ich, die Geschichte erzählen, als wir im Bund die Große Koalition gegründet haben. Da haben wir schon gesagt, wir müssen die Länder des westlichen Balkans zu sicheren Herkunftsländern machen, um die Asylanträge von zu uns kommenden Menschen schnell entscheiden zu können, nicht lange Gerichtsverfahren zu haben. Und damals ist es mit Mühe gelungen, die Sozialdemokraten davon zu überzeugen, dass man 3 Länder auf diese Liste setzt. Dann hat es ewig gedauert im Bundesrat, weil dort Rot-Grün oder Grün-Rot eben auch mitzubestimmen hat, dass man das mal durchgekriegt hat. Inzwischen waren schon Zehntausende zu uns gekommen, sind in die Kommunen verteilt worden damals. Ja, wenn die Familie erstmal irgendwo ist, wenn sich die Kirchgemeinde darum gekümmert hat, wenn sie im Kindergarten sind, wie schwer ist das dann, jemandem zu sagen, du musst wieder weggehen? Das ist kein Asylgrund, weshalb du zu uns gekommen bist. Du bist nicht vor Terror und Krieg geflohen. Dann haben wir wieder gebeten, ob wir die anderen westlichen Balkanländer noch draufschreiben können. Waren wieder viele Monate vergangen. Zum Schluss waren im ersten Halbjahr des Jahres 2015 40% der Asylbewerber aus dem westlichen Balkan. Und dann hatten wir es endlich geschafft. Aber dann waren sie überall schon verteilt, vor Ort. Dann haben wir wieder gesagt, wir müssen diese Menschen ganz besonders in Erstaufnahmeeinrichtungen bringen. Dann sind wieder Monate vergangen. Und deshalb geht es in diesen Zeiten nicht darum, wer irgendwann auch noch was mitmacht, sondern in Zeiten wie diesen geht es darum, dass man Taktgeber ist, dass man eine klare Richtung hat und dass man ganz deutlich sagt, ja, die, die vor Krieg, vor Verfolgung, vor Terror flüchten und zu uns kommen, denen gewähren wir Schutz. Das ist unsere Einstellung.